المؤسف أن العلاقات متوترة للغاية. لقد صارت الأمور أبسط. رأيت أجمل عصفور. رأسه برتقالي لامع وشوشته داكنة. خرجت لجمع بعض الماء صباحا. Ich verstehe kein Wort, aber herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ein bisschen ärgerlich, würde gern wissen, was die so manchmal erzählen. Alles, was ich immer nur verstehe, ist: Mein Geld wurde geklaut. Hier ist ein Dieb. Da ist der Übeltäter. Oh, ein Brief. Hinweis zur Vorratslieferung. Das habe ich vorher nicht gesehen. Hier sind die neuen Ölkrüge für die Beheizung der Dampfbäume. Geh sorgsam mit ihm um. Wir können keine versehentlichen Explosionen gebrauchen. Und wenn du sie verstaust, achte darauf, dass sie keine Türen versperren. Aha. Möglicherweise hier hinter. Da ist zumindest ein Krug, aber ich glaube nicht, dass das der ist. So, den Feuerkrug von den Boys da hinten, den können wir ja leider nicht mitnehmen. Also hat zumindest letztes Mal nicht funktioniert. Können wir die Tür öffnen? Nein. Auch das ist uns verwehrt. Boah, ist das unhöflich, also was Unorganisiertes hier. Das Volk ist nicht zufrieden. Ich würde gerne nur noch einmal gucken. Es könnte zu noch mehr Blutvergießen in den Straßen kommen. Nee, mir wird nichts angezeigt. Ich kann euch leider das Feuer nicht mit wegnehmen. Okay, also wir haben die Ölflaschen hier irgendwo. Kommen wir auch nicht rein. Warte mal, der Zettel hing ja an der... Oh, zwei Wurfmesser. Nice. Der Zettel hing ja hier vorne dran. Das heißt, hier hinter dem Raum werden ja wahrscheinlich Ölfässer sein. Durch das Fenster können wir nicht durchschießen. Kommen wir irgendwie von oben da rein? Moin. Lass dich gar nicht stören. Ne? So. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier durch deine frisch gegossenen Blumen latsche. Nein. Oh, dir ist deine Kanne runtergefallen, mein Freund. Ja, es tut mir leid. Kommt nicht nochmal vor. Oh nein. Oh. Fußvolk. Absolut arrogant. So. Wir können hier plündern ohne Ende. Aber wie kommen wir nach drinnen an die Ölfässer? Oder müssen wir unten reingehen? Das kann natürlich... Oha! Kann natürlich auch sein. Ma'am? Entschuldigung? Sie können hier nicht parken. Das ist kein ausgewiesener Parkplatz hier oben auf dem Dach. Entschuldigung, Ihr Vehikel steht da vorne. Ja, ich meine dich. Dich meine ich. Dein Fahrzeug steht da vorne. Räum das mal weg. Ignorante Pute, du. Ja. So, was haben wir hier noch? Aber nur untertauchen, nichts mitnehmen. Ah, da habe ich mich wohl getäuscht, ne? So. Jetzt denken die, sie haben sich gegenseitig beklaut, dann prügeln die sich nachher. Vor einer Stunde war ich pissen. Das war der Höhepunkt. Gleich verstummst du! Okay, das habt ihr mitgekriegt, ja? Vor einer Stunde war ich pissen, das war der Höhepunkt. Oh Mann, ey. Nee. Jesus! Das war jetzt nicht meine Intention dahinter. Oh, ja.
Eselmüde. Aber wo finde ich denn jetzt hier die Ölfässer? Also wie komme ich denn da am besten hin? Da müssen wir doch unten rein, ne? Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe sie nicht gesehen. Kann auch nichts dafür, dass die einen Jilly-Suit anhaben. Farblich abgestimmt zur Botanik hier. Das siehst du doch nicht. So. Ah. Alles gut, ich habe einen Schlüssel vergessen. Lesen. Seite aus dem Tagebuch eines Hammangastes. Ich kann diese Feiern auf dem Dach wirklich nicht ausstehen. Sie finden viel zu oft statt und sind unerträglich laut. Nein. Nein, mir ist die Einsamkeit dieser Strube viel lieber. Stube. Strube. Magischer Jedi-Move. Ist das hier so ein Dampfbad? Oh, cool! Weil hier alle in Windel rumlaufen? Wieso haben die sich hier eingesperrt? So, da kommen wir sowieso nicht raus. Okay. Damit haben wir die Tür schon mal offen. So. So, der ganze Aufwand nur wegen einer Truhe, ne? Die ist von der anderen Seite verriegelt und da war keine Tür in den... in den Bereich rein. Wir können diesen Schrank verrücken, aber... Der Hammam. Bevor moderne Rohrleitungen das Baden im Privathaushalt weithin möglich machten, war die Hammamat, öffentliche Badeanstalt, eine der grundlegendsten Institutionen einer jeden Großstadt des Abbasidenreichs. Diese Bäder spielten eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Hygiene und der öffentlichen Gesundheit und waren einer der wichtigsten Treffpunkte der städtischen Gesellschaft. Zur Zeit der Abbasiden waren öffentliche Bäder bereits eine alte Tradition in der Region. Die Perser und Römer hatten in ihrer jeweiligen Imperien zahlreiche Bäder gebaut und die Kalifen ließen sich davon inspirieren. Die Umayyaden, die Vorgänger und Rivalen der Abbasiden, sind berühmt für ihre Bäder, welche ein wichtiger Teil ihrer Palastkomplexe waren. Das Bad im Palast des Hisham nahe Jericho war beispielsweise ein monumentales Gebäude, das mit ausladenden Fresken, Mosaiken und Struckarbeit im griechisch-römischen Stil geschmückt war. Aber keine Stadt war so berühmt für die Menge, Qualität und den Luxus ihrer Bäder wie Bagdad. Ein Autor des 11. Jahrhunderts, Hilal As-Sabi, behauptete sogar, dass es 60.000 von ihnen in der Stadt gab. Die Badenden besuchten Dampfräume und Becken, in denen das Wasser verschiedene Temperaturen hatte, um den Blutfluss anzuregen und den Körper durch Schweiß von Unreinheiten zu befreien. Der Hammam war eine nach Geschlechtern getrennte Einrichtung, in der es für Männer und Frauen verschiedene Badehäuser oder Zeiten gab. Es war jedoch einer der wenigen Orte, wo Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsbereiche und religiöser Überzeugung zusammenkamen, um zu entspannen und sich zu unterhalten. Auch Gedichtwettbewerbe und geschäftliche, politische und diplomatische Gespräche waren in dieser dampfgehüllten Einrichtung an der Tagesordnung. Okay, das war also der Jugendclub der damaligen Zeit für alle Altersgruppen. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen das, Jungs? Da konnten alle baden.
Alle konnten baden und dann konnte jeder in dem dreckigen, süffenden, stinkenden Wasser des Vorgängers baden. Es war ja damals auch immer dasselbe Bad, ne? So. Also immer mit dem gleichen Wasser. Die haben ja keine Wasserzirkulation gehabt. Schon irgendwie eklig, wenn man überlegt, dass da jeder reinschwitzt und reinpinkelt. Vor allem reinpinkelt. Bäh. So. Zwei Tiere haben. Das war wichtig. Okay, wo ist meine Sprengfalle? Meine zu sprengende Wand ist weiter zurück, ne? Vorsicht, Vorsicht! Heiß und ölig! Vorsicht bitte, Vorsicht! Hallo, das ist hochexplosiv! Ganz normal hier, ganz normal. Keiner ist beeindruckt, alle gucken nur. Ja, da ist jetzt ein Loch in der Tür, ne? Er guckt mich an wie... Really? So, wo ist meine Kiste? Hä? So, hier. Zahnstorch des Aufbegehrens. Nice. Oh, und die Scherbe ist auch wieder da. Da. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Ja, den gehen wir nach. Meinst du, die Wache verabschiedet sich da irgendwann mal? Noch eine Scherbe. Oh, ich wollte ihn eigentlich am Leben lassen diesmal. What the fuck, was ein Samurai. Ey, guck mal, wie der mit dem Schwert läuft. Oha. Okay, das ging leider nicht anders. Toll, jetzt werden wir wegen dem Unfall, wegen Selbstverteidigung gesucht. Hier waren doch irgendwo Plakate, ne? Jetzt werde ich gesucht. Und das alles nur wegen Selbstverteidigung. Das ist unfassbar. Ich wollte die Frau ja nur bestehlen. Ich wusste ja nicht, dass die gleich so ausflippt. Suchte Samurai. So. Sieht jemand ein Poster? Kommt sie da angelaufen wie Last Samurai, weißt du? Mit dem Schwert da. Warte, hör mal. Die Wachen werden gut aufpassen. Mann, ist das ein hässliches Bild. Ja, Dankeschön. Mai, oh Mai. Er hat jetzt eigentlich nur noch gefehlt, dass diese Warpsterne schmeißt. Wurfstone. So, was haben wir denn jetzt an Mission? Wo muss ich denn überhaupt hin hier? Hoppala. Jetzt habe ich gar nichts aktiv hier. So, einmal auf Nachforschung. Kopf der Schlange, Oberhaupt des Ordens, federführend für alles Übel, das der Orden zu verantworten hat. Reeps Werke werden von Fassil und im Orden geschätzt. Aber ich habe hier auch noch zwei verborgene Strippenzieher.
Al-Jahis Bibliothek enthält viele Bücher, aber er hätte gerne mehr. Ist ja schade. So, Zarek haben wir ja schon dieses Jahr weg, ne? Das haben wir abgeschlossen. So, wir haben jetzt noch Darwish. Da können wir noch die Artefakte hinbringen, wenn wir das denn möchten. Der uralte Ort. Nihals Aufgabe. Nihal ist seit einiger Zeit... Ja, da brauchen wir nur die Scherben eigentlich für. Denke ich mal. Ja, da fehlen uns aber noch Scherben. Damit wir da gleich alle Rüstung holen können. Das heißt, wir hätten jetzt den Dude hier, der mich total verwirrt hat mit finde die Ausgrabungsstätte. Amit hat eine Karte mit der Grabungsstätte des Hauses der Weisheit zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir müssten nochmal zum Haus der Weisheit, da könnten wir die Karte finden. Also hängen die beiden mehr oder weniger zusammen oder wir fangen hiermit an. Also zu Darwish möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Und wir müssen zu den nächsten Bruderschafts... Aber wir sind ja gerade hier. Komm, wir nehmen das jetzt mal an. Wir sind ja aktuell gar nicht so weit davon entfernt, ne? Hamids Karte findest du im Nachforschungsmenü. So, sieh mal einer an, wir lernen doch noch dazu. Karte der Ausgrabungsstätte. Ich habe eine Karte erhalten, die den Standort der Ausgrabungsstätte südwestlich von Bagdad zeigt. Auf dem Weg befindet sich auch eine Oase. Südwestlich von Bagdad. So, Harbion. Südwestlich und es befindet sich eine Oase. Das heißt, entweder hier, so in der Richtung, aber hier dran vorbei. Könnte aber auch hier sein, ne? Wäre auch südwestlich, aber wir haben hier die Oase mit eingemalt. Warte mal, wie weit sind wir von dem Bruderschaftshaus entfernt? Nee, wäre komplett andere Richtung. Komm, wir gehen mal zur Ausgrabungsstätte hin. Wir schauen mal. Möglicherweise finden wir die Ausgrabungsstätte ja schneller als wir denken. So, aber dann sollten wir vielleicht vorher nochmal... Ach mei, oh mei, ey. Immer die falsche Taste. Vielleicht nochmal gucken, haben wir auf dem Weg dorthin nochmal einen Händler hier vorne? Und zwar dort. Gleich um die Ecke, dann können wir nochmal Elixiere holen. Ah, ich habe gar kein Geld dabei. Ah, nee, doch. Ich habe noch ein Jademedaillon. Ich denke, das kann ich eintauschen. So. Aha. Sei gegrüßt. Willkommen. So. Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sei mein Gast. Das rechte Handwerkszeug. Sehr gut, Said.
So, wir machen einmal alles wieder voll. Vorzügliche Wache. Ach Mensch, ich kann ja sogar, deiner Ausrüstung? Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Ach, ich kann das ja sogar auf, also kann ja gleich mehrere alles? Kaufen. So. Ich gehe dann mal. Bis demnächst. Ja, mach's gut, Sadiki. Hey. Oh, Entschuldigung. Hey, hey, hey. 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 Guckst du denn so? So. Dann werde ich gleich bestimmt wieder gejagt und geächtet dafür, dass ich wieder durch die Tür gehe, wie ein normaler Bürger. Bab al-Muhawal. Bab al-Muhawal. Ich leih mir den mal, ne? Sehr nett. Nicht mal Ärger gekriegt. Ja, Sprit sparen, ne? Inflation und so, ist also alles teuer. Musst du gucken, wo du bleibst. So, welche... Die 2 ist dicht da dran, ne? Dann haben wir hier nämlich schon die Oase. Oase. Oh. Hier haben wir sogar einen Aussichtspunkt. Nett. Aber Gegner haben wir hier nicht, ne? Oder irgendwas Cooles da unten? Hm, sieht jetzt nicht so aus. Hm. Das ist schon eine geile Felsformation. Ich glaube, ich würde da oben würde ich mein Haus draufsetzen. Schon mega geil. So, wo ist mein Auto? Jetzt zur 1, ne? Was war denn das für ein... Gibt's Kojoten hier? Okay, die Ausgrabungsstätte haben wir schon mal. Leihe mir deine Augen. Hier sind Zivilisten und Wachen. Also freiwillige Zwangsarbeiter. Die stehen hier auch, als wenn die hier irgendwas kontrollieren, aber... Ist keiner, ne? Warte mal, da im Dunkeln? Das sag ich doch, da war noch einer. Dann haben wir hier noch. Hier ist aber echt viel los, ne? Es sind noch 2. Oh, eine Kiste. Ach, da angelegt.
Okay, ich glaube, das ist ein Zivi. Ich glaube, wir haben jetzt, und da war noch einer, so ziemlich alle, die draußen sind. Das sind beides Zivilisten. Boah! Da haben wir aber einiges vor uns, ne? Würde ich sagen, ab jetzt gehen wir zu Fuß weiter. Und wir dünnen die am besten direkt aus. Was haben die vor? Den da können wir fragen. Ich weiß jetzt nicht. Mir wird ja nicht angezeigt, ich darf ja hier rumlaufen, wa? Zumindest hier vorne noch. Mir wird ganz schlecht von der. Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Ganz schlecht von der Hitze. Ich doch nicht. Quatsch. Kommen wir da hin? Frag nicht nach Hakim Hassan. Ich weiß. Ich weiß. Sonst verschwinde ich, wie die anderen. Der Typ sagt, ich darf hier überall lang gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Wachen der gleichen Meinung sind. Okay, haben wir denn hier vorne irgendwelche Kisten noch, die ich jetzt nicht erblickt habe? Geh doch mal da runter. Ich hab doch gesagt, ich gehe hier nicht ran. Ja, alles gut. Deins ist deins, mein Freund. Okay, habe ich mir nämlich gedacht, ich darf nämlich nicht überall hin und alles angucken. Die Stätte wird von Söldnern bewacht. Die haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sage ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Oh, Abtrünnige. Da wird sich doch was finden. Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, es ist ehrliche Arbeit. Wir werden bezahlt. Auf die eine oder andere Weise. Viel kann man bei denen nicht stehlen. Aber besser als nichts. Gut. Ja, ein bisschen korrupt, die Freunde. Die will ich nicht als Bodyguards einstellen. Okay. Ey, er guckt mich jetzt genau an, ne? Es ist ein freies Land. Ja, eigentlich streng genommen nicht so frei, aber ein bisschen frei. Okay, das waren schon mal die drei. Entsorge ich die? Der könnte das jetzt sehen, ne? Okay. Keine Augen für seine Kameraden. Aber die nehmen wir mal hier vorne ein bisschen weg. Sicher ist sicher. Wir legen die mal ein bisschen zu den Klapperschlangen und Skorpionen. Ist er nicht so alleine. Er könnte sich da ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Karten spielen oder was man halt so macht, ne?
Wieso soll ich denn in Kino schon wieder rufen? Ich hab doch meine Ziele, oder nicht? Ach so. Ah, mir hat einer gefehlt. Okay. Gut. Wir rufen uns mal ein bisschen Hilfe herbei. Ich weiß nicht, ob die Söldner jetzt vielleicht sogar verschwendete Investitionen waren. Wieso ziehst du den nicht im Busch? Ja, ja, der ist weg. Okay, das will er nicht. Mit dem kommen wir nicht weit genug. Den würden wir kriegen, aber die da hinten halt nicht, ne? Oh, das sind doch zwei nebeneinander. Kann er mich sehen? Das geht nicht. Ja, was mir dieser Kran hier bringt, ich weiß es noch nicht, aber vielleicht kann ich ja jetzt. Nein. Komm hier einfach nicht ran. Ich häng fest. Oh, nicht dein Ernst. So. Das ist ein bisschen tief. Aha. So, den holen wir nochmal ein Stück ran. Ich bin ohnehin der Irgendwas. Nein, nein, hier ist nichts, nur ein sprechender und pfeifender Busch. Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor. Wo bist du denn hin? Guck mal, ey, wo wollte denn der jetzt hinspazieren hier? Ist das so eine Art Flammenwerfer, was der da hat? Das ist ja wohl ein Witz. Hier ist nichts Wichtiges. Ich suche besser weiter. Okay. Oh, eine Truhe. Ein paar Gefäße. Ah, hier können wir nochmal nachfüllen. Wunderbar. Da oben war keiner weiter drauf, ne? Dreh dich um. Ey, er redet über mich. Das war eine absolute Verschwendung, aber ich fand's mega cool. So.
absolutes Gemetzel. Das Gottes Willen, ey. So. Dann haben wir hier oben doch schon mal ein bisschen Platz geschaffen. Dass wir da jetzt nicht mehr überrascht werden können. Die beiden Ganoven, die hauen wir jetzt noch so weg hier mit Schwert und Sichel. So. Oder zweimal das Messer. So. Direkt am Eingangsbereich ist schon ein bisschen auffällig, ne? Könnten ja auch die Passanten, man weiß ja immer nicht, ob die wieder petzen. Ich meine, die haben mich dabei nicht gesehen, aber vielleicht sagen wir, wachen, hier ist ein Toter. So, jetzt müssen wir... Jetzt gehen wir da mal rüber. Oh Gott, Alter, mach keinen... Eigentlich würde ich ihn gerne als nächstes wegnehmen. Aber ich kann schlecht sehen, ob der beobachtet wird. So, wir müssen einmal noch an die Kiste da drüben. Dafür muss der sowieso weg. Der da unten... Ich sehe ihn nicht, der stört vielleicht nicht mal. Deine Stunde ist gekommen. Wer hat das gesehen? Was? Ach, den habe ich nicht gesehen. Den hatte ich weder gesehen, noch habe ich den markiert. Kämpfen meine Söldner jetzt auch schon? So, einmal hier ein bisschen nach unten. Da bist du ja. Wir gehen auf die direkte Konfrontation. Pisser. Entschuldigung. Da ist es ein bisschen mit mir durchgegangen. Echt? Na gut. Nö, 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 nö. Hier war nix. Kämpfen da oben, ne? Nichts. Ob es in der Nähe noch weitere Truhen gibt? Was? Hat er gerade das gesagt, was ich verstanden habe? Diese Truhe trägt Ahmad Siegel. Bruder Ahmad. Aufregende Neuigkeiten. Das Artefakt. Oh nein. Oh nein. Jetzt mit dem den Flaschenzug, du! Wieso hat er denn den Flaschenzug nicht genommen? Ey, ich hab die Leertaste habe ich so gespammt, die habe ich schon durch den Schreibtisch durchgeprügelt. Dieser gepanzerte, der stört mich ein bisschen. Der da. Okay. Zeit für ein Elixier.
Jetzt wird das Fleisch gehackt. Genau, erbärmlich. Gott. Der Stein ist jetzt nicht gerade der beste Ort, um zu kämpfen. Interessant. Ein Brief an Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl in Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Ich habe den Brief gar nicht gelesen. Es muss da irgendeine Verbindung geben. Es ging jetzt besser, als ich dachte. Darf ich mir den nochmal angucken? Das ist doch ein Witz. So. Ahmad könnte sich im Bimarista. Wortkotze 1, 2, 3. Ahmad könnte sich im Bimaristan befinden. So, dann gehen wir auf den Weg nach Bimaristan. Und suchen dort nach Ahmad. Hier werden wir leider keine Poster abreißen können, ne? Schon eine recht hohe Stufe. Ich habe mir das eigentlich alles ein bisschen sneakiger vorgestellt, aber... gut. Kommt halt nicht immer so, wie man denkt, ne? Okay. Tut mir leid, mein Freund. Ich stehe auf Glanz und Glamour, Bitch. Na gut, dann nehmen wir den Ganoven hier mit. Gab es dort eigentlich, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, an der Ausgrabungsstätte selber einen Aussichtspunkt? Nee. Okay, hier ist keiner gewesen. Jetzt hätten wir noch bei Nachforschung den Arzt. Hakim Hassan legte in der Ausgrabungsstätte ein Artefakt frei. Frage Hakim Hassan nach Ahmad. Das ist also unsere nächste Aufgabe. Wir müssen ihn nach Ahmad fragen. Wollen wir mal gucken, ob wir den Doktor finden. Aber ich bin da sehr optimistisch. Also eigentlich, ich weiß, wo der sich aufhält. Ne? So. Das Einzige ist halt, wir müssen vorher als erstes das Fahndungslevel runterkriegen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Das wird uns alles zu lang. Wir sehen uns gerne morgen wieder. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.